Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier in unserem Kölner Dom und überall dort, wo Sie sich gegenwärtig befinden und die Sie mit den Computern, dem Fernsehen oder das Radio mit uns verbunden sind. Herzlich heiße ich Sie alle willkommen zur Feier der Heiligen Messe heute am dritten Ostersonntag. Es ist schön, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben und dass wir jetzt miteinander eine große digitale Gemeinde bilden können. Die Kirche wird nicht müde, Ostern zu feiern. Das ist ein solch wunderbares Geschehen und Geheimnis. Der Tod ist besiegt, das Leben lebt. Wenn das keine gute Nachricht ist, wenn das nicht eine Botschaft ist, die Menschen aufleben und aufatmen lässt, wenn das nicht eine Hoffnung ist, die leben lässt über unsere kleine, menschlich begrenzte, irdische Existenz hinaus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, Gott ist der Immanuel. Er steht zu seinem Wort. Er ist ein Gott des Lebens. Und deshalb hat er sogar die Sünde und die Folge der Sünde, den Tod, besiegt. Das feiern wir heute Morgen in dieser Eucharistie. So wollen wir am Anfang einen Augenblick innehalten. Wir wollen auf unser Leben schauen und auf unser Herz. Und wir wollen all das aufrichtig bereuen, was wir gegen Gott, gegen das Evangelium, gegen die Liebe und damit immer auch gegen unseren Nächsten gesündigt haben. Wir alle leben von der Barmherzigkeit Gottes. Diese wollen wir jetzt für einen jeden von uns erbitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die ihr durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sagte zum Herrn: Mein Herr bist du, mein ganzes Glück bist du allein. Der Herr ist mein Erbteil,
er reicht mir den Becher. Du bist es, der mein Los hält. Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der Lebenden. Ich preise den Herrn, der mir Rat gibt. Auch in Nächten hat mich mein Innerstes gemahnt. Ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Ich gehe meinen Weg vor freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre. Auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt. Du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
erschließ uns die Schrift. Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Und sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlefeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz ans Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot, gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Alleluia, Alleluia.
Das Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, das nimmt uns heute Morgen mit an den See von Tiberias, wo einige der Jünger Jesu tun, was sie schon immer getan hatten. Sie fischen. Wir treffen sie dort an, kurz nach Ostern. Aber ihre Stimmung, die ist alles andere als österlich. So viel hatten sie mit Jesus erlebt und mehrfach schon sind sie dem Auferstandenen begegnet. Und dennoch hören wir von Petrus ein eher zurückhaltendes »Ich gehe fischen« und von den anderen »Wir kommen auch mit«. Weitermachen wie früher. Doch das klappt nicht mehr so einfach. Die Netze bleiben leer. Das war früher anders. Da brachten Petrus, Thomas, Jakobus oder auch Johannes heim, was das Leben brauchte. Doch jetzt gelingt das nicht mehr. Nicht einmal der Fischfang gelingt. Immerhin das Handwerk, das sie erlernt hatten. Kein einziger Fisch geht ins Nest. Die Jünger verbringen eine Nacht voller vergeblicher Mühe. Auch bei uns war früher vieles anders. Die Kirchen, liebe Schwestern und Brüder, waren voll oder wenigstens voller. Die Glaubensweitergabe von einer Generation zur nächsten gelang, zumindest wirksamer als heute. Inzwischen erleben wir unsere kirchliche Situation vielerorts als Krise. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass wir inzwischen ehrlicher als früher auf sie schauen und uns vielerorts von unseren angestammten Ufern aufgemacht haben, um hinauszufahren auf das Meer der Welt, um die Netze erneut auszuwerfen. Vielleicht geschieht das mancherorts noch ein wenig zaghaft, kennen doch fast alle von uns auch die Versuchung, in manchen Bereichen unseres kirchlichen Lebens lieber weiterzumachen, so wie wir es kennen, so wie wir es gewohnt sind und wie wir es gern haben, so wie es uns Sicherheit verleiht, nach bestem Wissen. Johannes, der Evangelist, erwähnt heute dagegen eigens, dass es bereits das dritte Mal ist, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten erstanden war. Dies ist von besonderer Bedeutung, denn diese dritte Begegnung heute, die vervollständigt, was der auferstandene Herr im Leben seiner Jüngerinnen und Jünger eigentlich auslösen will und damit heute bei uns auslösen möchte. Was will er auslösen? Die Liebe will er auslösen. Die Liebe, die stärker ist als der Tod in seinen vielen Ausdrucksformen. Davon erzählt uns Jesu Begegnung mit Maria aus Magdala am Ostermorgen. Was will er auslösen? Den Glauben will er auslösen. Den Glauben, der Mauern und verschlossene Türen durchdringt und der weiter reicht als alles, was wir gerade vor Augen haben könnten. Davon erzählt uns Jesu Begegnung mit seinen Jüngern und unter ihnen speziell mit Thomas. Und schließlich einen Alltag will er auslösen. Einen Alltag, der sich von dieser Liebe und diesem Glauben ganz durchdrungen und verwandeln lässt. Davon, liebe Schwestern und Brüder, erzählt die Begegnung Jesu mit den Jüngern frühmorgens am See. Liebe, Glaube, Alltag, diese drei.
In dieser Dynamik schließt der Evangelist Johannes heute sein Evangelium. Und das ist aber nicht das Ende. Im Gegenteil, es ist der Anfang. Das ist ein Anfang, der auch unter uns nie aufhören möchte. Anzufangen. Unser Evangelium erzählt das heute so. Zuerst erkennen die Jünger Jesus gar nicht. Er ist einfach ein fragender Fremder am Ufer. Aber sie übersehen ihn nicht. Ganz im Gegenteil, sie lassen sich ganz auf ihn ein. Sie lassen sich ein auf ein Gespräch mit ihm und sie sind ehrlich. Nein, wir haben nichts gefangen. Unsere Hände, die sind leer. Kein Schönreden, keine PR. Und was er verlangt, das widerspricht ihrer Erfahrung. Sie wissen, dass jetzt am Tag kein Fisch ins Netz geht. Sie wissen nicht weiter, müssen aber weiter. Sie müssen einen Weg für ihr Leben finden. Und so tasten sie nach einem Sinn. Deshalb riskieren sie die Ausfahrt auf das Wort des Fremden hin. Sie fahren und erfahren das Wunder, das ihnen zum Zeichen wird für den, der am Ufer steht. Sie erkennen den Herrn. Und jetzt wird ihnen umgekehrt der Fischfang geheimnisvoll. Was sie als Ausweg gewählt hatten, das wird ihnen zum Verweis auf einen anderen Fischfang. Sie erinnern sich an ihren Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sie dürfen, liebe Schwestern und Brüder, jetzt nicht mehr einfach am See Genezareth bleiben. Sie dürfen dort nicht einfach mehr weiter ihrem alten Handwerk nachgehen. Sie dürfen dort nicht mehr einfach nur fischen. Nein, jetzt müssen sie Menschen fischen. Sie haben jenen Fischzug zu riskieren, den der begonnen hat, der am Ufer steht. Sie sammeln sich um Jesus und Jesus deutet ihnen geheimnisvoll an, was er will. Er handelt wie damals vor den 5000 in der Wüste. Er gibt ihnen das Brot und den Fisch. Sie sollen mit ihm essen, sie sollen aber auch fortsetzen, was sie damals begonnen haben. Auszuteilen, damit die Menschen auf dem Weg nicht erliegen. Angesichts des auferstandenen Herrn beginnen sie zu begreifen, was damals gemeint war. Sie sollen Leben austeilen. Alle sind voller Ahnung. Und durch den Herrn in ihrer Mitte geht ihnen auf, wie es weitergeht. Hier, liebe Schwestern und Brüder, liegt ein Gesetz des Anfangs, das für die Kirche immer gilt. Es kommt immer und in schwierigen Zeiten besonders darauf an, Christus tiefer zu erkennen. Das ist das Erste, was Not tut. Das ist der Quellpunkt, das ist der Ausgangspunkt für alle praktischen Überlegungen. Das Verbleiben, das Verweilen, das Bleiben, das Sein mit dem Herrn. In ihm haben wir als Kirche unseren Ursprung. An ihm gilt es, Maß zu nehmen, um uns von ihm den Orientierungssinn schenken zu lassen für das, was im Blinden und Unübersehbaren des alltäglichen Lebens zu tun ist. Die Sammlung um den Herrn. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist auch heute das Gebot der Stunde. Denn nur wer Christus kennt, kann ihn auch bringen. Und wer Christus kennt, der kann dann auch ungewohnte Wege riskieren und den Mut aufbringen, allem Anschein zum Trotz unverzagt für ihn zu gehen und zu arbeiten. Und genau das ist ja unsere Berufung und unsere Sendung als Kirche heute. Der Herr, liebe Schwestern und Brüder, steht am Ufer.
auch heute, hier und jetzt. Er lädt uns ein, eine österliche Kirche zu werden, die sich die Erfahrung der vollen Netze und der damit einhergehenden Sendung zutraut, als Geschenk des Himmels und als Frucht unseres Engagements, das Christus als seine Mitte weiß. Amen. Geschaffen eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen der Jungfrau Maria und ist Mensch gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Credo in unum Deum.
an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Und dem Wissen darum, dass er uns trägt und hält, dürfen wir ihm unsere Fragen, Sorgen und Anliegen anvertrauen. Wir beten für alle, die an dich glauben. Lass sie auch in schwierigen Zeiten immer tiefer begreifen, wie sehr du uns als Auferstandener und Verherrlichter nahe bist, auch wenn wir dies nicht immer spüren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle jungen Menschen, hilf ihnen, den Weg zu finden, den du für sie vorgesehen hast, und öffne die Ohren derer, die du in deine besondere Nachfolge rufen möchtest. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Lehrenden und die Lernenden unserer Schulen und Hochschulen, stärke sie durch deinen Heiligen Geist und stehe besonders denen bei, die sich unter erschwerten Bedingungen auf Abschlussprüfungen vorbereiten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich in den vergangenen Wochen engagiert haben und weiter engagieren, Gottesdienste und geistliche Angebote zu übertragen, beim Fernsehen, beim Radio, bei den Livestreams der Gemeinden und bei den privaten Initiativen. Lass ihren Einsatz reiche Früchte tragen und zur Stärkung im Glauben beitragen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich für den Erhalt unserer Hohen Domkirche einsetzen, lohne ihre Großherzigkeit und lass sie einst ewig leben im himmlischen Jerusalem. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten in diesen Tagen und Wochen auch besonders für alle Kranken und Leidenden. Sei ihnen nahe und stärke sie. Den Verstorbenen schenke Anteil an deiner Auferstehung und ewiges Leben. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, deine Auferstehung hat den Tod besiegt und uns das Leben gebracht. Dafür danken wir dir in dieser Stunde und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, von Herzen darf ich Sie auf die Kollekte des heutigen Sonntags hinweisen. Diese Kollekte ist für unseren Kölner Dom und seinen Erhalt. Sie wissen,
dass diese Kirche wie viele der alten Kirchen bedroht ist durch die Umweltverschmutzung, teilweise sogar noch durch noch immer nicht behobene Kriegsschädigungen. So darf ich Sie herzlich bitten um eine großherzige Spende. Sie sehen auf Ihren Bildschirmen eine Kontonummer eingeblendet, auf die Sie gerne etwas spenden können, damit dieses großartige Gotteshaus in seiner Schönheit erhalten bleibt. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel.
erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir erhaben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig, als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes.
mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Petrus und den heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir erwarten. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, mich, deinen unwürdigen Diener und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir vergeben unseren Schuldigern und führen
Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist der Augenblick der Heiligen Kommunion gekommen. Und Sie alle, die Sie jetzt in dieser Stunde nicht hier bei uns im Kölner Dom sein können, sind eingeladen, erneut eingeladen, sich in geistlicher Weise mit dem auferstandenen Herrn zu verbinden. Wir dürfen ihm unsere ganze Sehnsucht nach ihm sagen und zeigen. Wir dürfen auf ihn schauen, der uns auch das Brot brechen möchte, um sich selbst seinen heiligen Leib an uns zu verschenken. Wir dürfen ihm sagen, Herr, ich glaube, dass du zugegen bist, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares da bist, wahrhaft, leibhaftig, personal zugegen bist. Herr, ich möchte dir sagen, dass ich dich liebe, mit allen Fasern meines Herzens, mit allem, was mein Leben ausmacht. Und ich möchte dir sagen, dass ich an dich glaube und dass ich dir vertraue. Denn du kannst alles zum Guten wenden. Herr, ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich nach dir, so wie du dich nach mir sehnst. Da ich dich jetzt in dieser Stunde aber nicht im Sakrament des Altares empfangen kann, so bitte ich dich von Herzen, komme wenigstens in geistiger Weise zu mir. Ich umfange dich, als wärst du schon bei mir und vereinige mich mit dir, du in mir, ich in dir. Aus dir will ich leben, mit dir will ich leben.
für dich will ich leben. Ich bete dich an in tiefster Ehrfurcht. Herr, lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir trenne. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus sprach zu seinen Jüngern, kommt und esst. Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Halleluja. Pray.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, jetzt am Ende des Gottesdienstes dürfen wir uns senden lassen. Wir haben uns heute Morgen um Jesus gesammelt. Wir haben uns von ihm stärken lassen, durch sein Wort, durch das Sakrament, durch die geistliche Einheit, die geistliche Kommunion mit ihm. Und das, was wir jetzt gefeiert haben, das soll im Alltag gelebt werden. Ich freue mich, dass von der kommenden Woche an dann auch wieder öffentliche Gottesdienste in größerer Zahl in unserem Erzbistum möglich sein werden. Wir arbeiten gerade daran, um mit größtmöglicher Sicherheit die Dinge so zu ordnen, dass diejenigen von Ihnen, die kommen möchten, auch die Möglichkeit haben, wieder physisch in ihrer Kirche die Heilige Messe am Sonntag oder auch am Werktag mitfeiern zu können. Wir haben unseren Pfarrern, unseren Seelsorgern schon einige Vorschläge geschickt und einige Richtlinien geschickt, damit das alles gut und ordnungsgemäß und sicher vonstatten geht. Denn wir müssen weiterhin aufeinander achten. Wir müssen weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Distanz, der Abstand unter uns gegeben ist, dass wir die hygienischen Bestimmungen beachten. Denn wir wollen ja nicht, dass einer erkrankt. Und schon selber wollen wir gar nicht dazu der Anlass sein. Aber umgekehrt soll eben auch die Möglichkeit bestehen, dass wir unseren Herzenswunsch nach der Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie leben können. Deshalb also ab dem 1. Mai die Möglichkeit, unter den entsprechenden Schutzvorschriften, abhängig von der Größe Ihrer Kirche, in einer größeren Zahl dann auch wieder öffentlich den Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich für uns alle, dass das dann wieder möglich sein wird. Aber passen wir auch weiterhin aufeinander auf. Achten wir darauf,
dass wir vernünftig mit den jetzt so nach und nach eintretenden Freiheiten umgehen. Sie erleichtern uns das Leben. Sie machen das Leben wieder schöner und lebenswerter. Aber wenn wir sie missbrauchen, diese Freiheiten, kann eben auch genau das Gegenteil erfolgen. Also Verantwortung ist hier gefragt. Das wollen wir denn auch tun. Vergessen Sie auch diejenigen nicht, die jetzt alleine sind, insbesondere in unseren Senioreneinrichtungen, die häufig keinen Besuch empfangen dürfen, aus Angst, dass dort Covid-19 dann das Virus in eine solche Einrichtung hineinkommen könnte. Greifen Sie zum Telefon, schreiben Sie eine E-Mail, eine WhatsApp oder wie auch immer, einfach nur, dass wir einander im Blick behalten. Der gute Blick, das gute Wort, die helfende Hand, sie sind für viele Menschen ein Segen. Deshalb wollen wir Gott jetzt um seinen Segen bitten, damit wir als Gesegnete in der kommenden Woche für viele zum Segen werden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Thank you.
Ein Tag ist schöner als der andere, rein wettertechnisch. Seit Wochen zeigt sich das Wetter von seiner allerschönsten Seite, Gott sei Dank. Denn während auf der einen Seite die dunkle Wolke des Coronavirus Tag für Tag für neue, traurige und düstere Nachrichten sorgt, erfreut uns draußen die helle Frühlingssonne. Eigentlich verrückt, diese Gegensätze. Aber es sind auch die Gegensätze, die symptomatisch sind für unser Leben. Da war gerade noch alles in unserem Leben in bester Ordnung. Und schon Minuten später ist nichts mehr so, wie es gerade noch war. Ein schwerer Unfall, eine unheilbare Krankheit, eine zerbrochene Beziehung. Es gibt so viele unvorhersehbare Dinge, die immer wieder unser Leben durchkreuzen. Wie oft werden unsere schönsten Pläne hinfällig, nur weil uns das Schicksal einen Strich durch die Rechnung macht. Es eben ganz anders läuft, als wir uns das gewünscht haben. Ja, unser Leben, das haben wir nicht in der Hand. Gerade in dieser Corona-Zeit werden wir wieder schmerzhaft daran erinnert. Warum es Leid und Krankheit in der Welt gibt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott auch im Leid und in der Krankheit an unserer Seite steht. Dass er uns eben gerade in den schweren Stunden unseres Lebens, dann, wenn wir uns von Gott und allen guten Geistern verlassen fühlen, nicht alleine lässt. Unzählige Menschen vor mir haben diese Erfahrung gemacht. Dass Menschen auch in ihrer größten Not immer noch das göttliche Licht sehen, das ist doch eine sehr tröstliche Botschaft. Vielleicht kann uns das wärmende Licht der Frühlingssonne in dieser dunklen Corona-Zeit an dieses Licht erinnern, das Gott selbst ist. In dieser Hoffnung und Zuversicht segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Ebenso wie die Kirchen haben auch die jüdischen Gemeinden konkrete Vorschläge für die Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste vorgelegt. Ziel des jetzt erarbeiteten Hygienekonzepts ist es, dass wieder öffentliche Gottesdienste in Synagogen stattfinden können. Das Konzept wurde vom Zentralrat der Juden in Deutschland und zwei Rabbinerkonferenzen entwickelt. Es sieht unter anderem vor, dass nur zum Gebet kommen darf, wer vollständig gesund ist. Zudem empfehlen die Verbände, Teilnehmerlisten zu führen. Gottesdienstbesucher sollten sich bei der Gemeinde zum Gebet anmelden. Auch die Nutzung von Schutzmasken wird darin empfohlen. Öffentliche Gottesdienste und Torahlesungen seien maßgeblich für das jüdische Leben, heißt es in dem Konzept. Virtuelle Gottesdienste seien kein Ersatz für öffentliche Gottesdienste. Eine Liechtensteiner Ordensfrau kämpft in Peru gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit einer außergewöhnlichen Methode. Schwester Rebecca Frick desinfiziert die Straßen der Hauptstadt Lima mit einem umgebauten Traktor. Eigentlich ist das eine landwirtschaftliche Maschine, aber sie kann umgebaut werden, um damit die Straßen zu desinfizieren, so die barmherzige Schwester des heiligen Vinzenz von Paul, die seit fast 30 Jahren in Peru lebt. Unterstützung bekommt die Ordensfrau von den örtlichen Gesundheitsbehörden. In Peru gibt es zurzeit über 18.000 bestätigte Coronavirus-Fälle. Gestorben sind bisher fast 500 Menschen. In der Nachbarschaft von Schwester Rebecca gibt es bisher noch keinen registrierten Fall. Das katholische Büro in Berlin sieht realistische Chancen für öffentliche Gottesdienste ab Mai. Die aktuellen Gespräche ließen hoffen, dass die Bundesregierung und die Landesregierungen Ende April grünes Licht geben würden, so der Leiter des Büros, Prälat Jüsten, gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Die Gottesdienste würden dann zunächst aber ganz anders aussehen. Die genauen Voraussetzungen würden derzeit erarbeitet. Denkbar sei, dass Gottesdienstbesucher weit auseinandersitzen und Mundschutz tragen müssten. Überlegt werde zudem, ob der Priester die Kommunion mit Maske und Handschuhen oder mit einer Zange oder einem Löffel austeile. Entscheidend sei dabei, dass der Kommunionempfang würdig bleibe und gleichzeitig den Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung getragen werde. Der langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren, wie seine Familie am Freitag in Bonn mitteilte. Der gebürtige Rüsselsheimer CDU-Politiker war unter Bundeskanzler Helmut Kohl 16 Jahre lang Minister für Arbeit und Sozialordnung. Sein Satz, die Rente ist sicher, wird auch heute noch viel zitiert.
Norbert Blüm lebte in Bonn und war seit 1964 verheiratet mit Marita Blüm, mit der er 3 Kinder bekam. Neben seiner politischen Karriere engagierte sich Blüm hier zu Besuch bei den Mutter-Theresa-Schwestern in Indien vielfältig im sozialen Bereich. Unter anderem war er lange Jahre Vorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Zuletzt schilderte Blüm in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit die Einschränkungen in seinem Leben nach einer Blutvergiftung im vergangenen Jahr. Seitdem war Blüm von den Schultern abwärts gelähmt. Die Moscheen in Deutschland stehen in der Corona-Krise vor finanziellen Problemen. Sie sind auf Spenden während der öffentlichen Freitagsgebete angewiesen. Jetzt im Ramadan wird eigentlich am meisten gespendet, aber die Moscheen bleiben leer, wie hier in der Dar as-Salam Moschee in Berlin-Neukölln. Es gibt keine Einkünfte mehr. Einige Moscheen haben Finanzierungskampagnen und Appelle in den sozialen Medien und im Internet gestartet und damit die muslimischen Gläubigen zum Spenden aufgefordert. Aber die Reaktion war verhalten. Nicht, weil die Leute nicht spenden wollen, sondern weil sie nicht daran gewöhnt sind. Sie brauchen Zeit und müssen nach und nach dazu ermutigt werden, von einer Spende in der Moschee während der Freitagsgebete zu einer Spende per Banküberweisung überzugehen. Imam Mohammed Taha Sabri befürchtet, dass in den nächsten Monaten einige Moscheen sogar geschlossen werden müssen. Besonders all die, die angemietet seien und nicht im Besitz der Gemeinde stünden. Wann die Moscheen wieder zum Gebet geöffnet werden dürfen, ist noch unklar. Die Arbeiten an der Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen nach einer Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie wieder aufgenommen werden. Vor einem Jahr waren große Teile der weltberühmten Kirche bei einem Großbrand erheblich zerstört worden. 10 Arbeiter sollen ab Montag die Bedingungen für den Neustart der Bauarbeiten schaffen. Ab Mai sollen dann etwa 50 Arbeiter auf die Baustelle zurückkehren. Nach Plänen von Staatspräsident Emmanuel Macron soll der Wiederaufbau 2024 abgeschlossen sein.